So, hallo, heute melde ich mich aus Ottmarsheim und möchte euch was über die Hippolytkirche erzählen. Weil das Dorf unbefestigt war, hat die Kirche eine Wehrfunktion. Und deshalb geht es hier steil hoch und damit wurde quasi ein Engpass geschaffen, den man besser verteidigen konnte. Dass die Kirche einen Wehrcharakter hat, ist auch daran zu sehen, dass es im Kirchturm einen Eingang auf einer gewissen Höhe gibt, zu dem eine hölzerne Treppe führt. Die konnte man im Moment der Gefahr abbrechen, wenn man sich in den Turm zurückgezogen hatte. Heute können wir mal die Treppenstufen erklimmen und ich nehme euch gerne mit auf diesen digitalen Ausflug zum Tag des offenen Denkmals. Und hier treffen wir heute den Jörg Renner. Grüß Gott, Jörg. Hallo, guten Morgen. Kannst du uns was erzählen über die schöne Kirchturmuhr? Ja, die will ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Mhm. Wenn man das Schild anguckt, sieht man, wo die Uhr herkommt. Mhm. Die wurde von der Firma Philipp Hirz in Ulm gebaut. Hab das in sehr langer Arbeit wieder restauriert. Ist vielleicht ein bisschen ein Wunder, dass er wieder läuft. Ja, stillgelegt wurde die Uhr 1971 und durch elektrisches ersetzt. Wie lange hast du an der Uhr restauriert? Ja, hier auf diesem Hinweisschild stehen zwar 60 Stunden, aber das langt nicht ganz. Mhm. Das sagen wir mal, das Doppelte ungefähr. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. So in etwa 100, 120 Stunden. Sind 52 Jahre, wo die Uhr in der hiesigen Kirche ihre Arbeit verrichtet hat. Mhm. Man musste die Uhr natürlich immer aufziehen. Die Ganggenauigkeit war auch nicht das, was die elektrische früher schon hergegeben haben. Also hat man die dann stillgelegt und eingemodelt. Danke ich dem Jörg ganz herzlich. Der Turm ist außen mit 1502 datiert und dann ist es typisch, dass wir hier gotische Spitzbogenportale haben. Und wenn wir mal unseren Blick nach oben richten, dann sehen wir ein richtiges Kleinod. Ein Sternrippengewölbe aus dem 16. Jahrhundert mit profilierten, teils polychromen Steinen. Dass hier die Farbe Blau verwendet wurde, die aus Lapislazuli hergestellt werden musste, deutet darauf hin, dass hier ein Meister am Werk war. Denn nur Meister durften mit blauer Farbe arbeiten. Dass hier Geld da war für so schöne Sachen, hängt auch damit zusammen, dass die Hippolytkirche ein Wallfahrtsort war. Hierher kamen die Leute auf den Hippolyttag, das ist der 13. August, um eine Wallfahrt abzuhalten. Vor allem, wenn sie an der kalten Wehe litten, also Krankheiten mit Schüttelfrost. 1534 wurde Württemberg dann evangelisch und damit war dann auch hier ein Ende dieser Ära eingeläutet. Die Wallfahrten waren vorbei. Die Sakristei ist der älteste Teil der Kirche und wurde vermutlich auch als erster in Stein umgebaut. Hier haben wir einen schönen Schlussstein mit einem Steinmetzzeichen. Und diese Rippen, die ruhen auf ganz niedlichen Fratzensteinchen. Schaut euch mal die netten Konsolen an. Wer streckt die Zunge raus? Und hier ist der vierte. Die Muschel, französisch Rocaille, ist das ornamentale Leitmotiv des in Frankreich zwischen Barock und Klassizismus entstandenen Rokoko. Der Stuttgarter Hofipser Johann Friedrich Paul und sein Obergeselle Franz Karl Klostermeier haben die Ottmarsheimer Kirche mit reich verzierten Stuckarbeiten ausgestattet. Muscheln, Füllhörner, Früchte, Blumen und in zierlichen Schnörkeln auslaufende Bänder schmückten die Decke des Kirchenschiffs, ebenso die Wände in Schiff und Chor sowie die Brüstungen der Emporen in beiden Räumen. Heute allerdings präsentiert sich der Chor im neugotischen Stil. Bis ins Detail hatte der Heinrich Dolmetsch alles durchgeplant. Eine Kanzel hat es dann gegeben, das Gestühl im Chorraum, die Türen, den tollen Altar und einen passenden Taufstein. Das Netzgewölbe im Chor wurde frisch bemalt, aber dann war das Geld aus. Was für ein Glück!
Heute freuen wir uns, dass in unserer Kirche zwei so prominente Stile vorhanden sind. Außen haben wir noch das Rokoko mit der Muschel und innen die Türe stammt schon aus der Neugotik. Und zum Abschluss schauen wir nochmal ganz nach oben auf die Kirchturmspitze. Da ist der heilige Hippolyt dargestellt als Ritter mit der Lanze. So war das ab dem Mittelalter eine übliche Darstellung. Und dass hier kein Kreuz ist, mit obendrauf einem Hahn, wie es üblich ist bei Kirchen, die in der Reformationszeit evangelisch wurden, sondern eine Wetterfahne, das hat eben auch damit zu tun, dass wir hier auf dem Dorf sind. Die Wetterfahne diente nämlich den Dorfbewohnern als Orientierungshilfe für die Wetterprognose. Bei Westwind kommt nämlich bald Regen. Bei Nordwind wird es winters besonders kalt. Südwestwind bringt sommers feuchte, warme Luft, die Gewitter bringen kann. Dann muss man ganz schnell sein Heu umbringen. Und bei Ostwind bleibt es trocken. Mit dieser nützlichen Information verabschiede ich mich von euch und wünsche euch ein schönes Wetter. Tschüss! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.